Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Das war mit Sicherheit schon ein sehr, sehr großer Trost, dass Maria wusste, es ist jemand für mich da. Und es war für Johannes mit Sicherheit ein sehr großer Trost, ich darf für die Mutter Jesu da sein. Und die beiden konnten einander in der Tiefe verstehen, weil sie in tiefster Liebe mit Jesus verbunden waren. Und so konnten sie diesen Schmerz, den Jesus am Kreuz erlebte, den er in seinem Leib, in seiner Seele erlebte, konnten sie ein Stück weit mittragen. Und dieses Mittragen von Schmerz ist auch immer schon ein Stück von Trost. Das klingt sehr, sehr paradox. Aber nicht allein sterben zu müssen, zu wissen, da ist jemand, der versteht mich, der will mir nahe sein, der rennt nicht weg, der verschließt nicht die Augen, die Ohren, den Mund, der ist da, der bleibt bei mir. Das ist ein sehr, sehr großer Trost. Und alle von uns, die das schon mal so erlebt haben, die am Bett eines Kranken, Schwerkranken, nicht nur eine Stunde waren, nicht nur zwei Stunden waren, sondern Tage, Wochen, Monaten, die wissen, wovon ich spreche und wie kostbar es ist, auch bei einem Kranken, einem schwerkranken Menschen zu sein und wie kostbar es für diese Person ist. Das ist schon eine Dimension von Trost, die beim Kreuz geschenkt wird. Und es tut einem nie leid für das, was man mitgetragen und miterlebt hat, auch wenn es noch so schwer war. Aber es gibt einen anderen Trost und Paulus schreibt ja dann in der Lesung, das ist im 2. Korintherbrief, Entschuldigung, im 1. Kapitel, gleich die Anfangsverse, Vers 3 und 4 und so weiter. Der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes, er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind. Welchen Trost schenkt Gott noch am Kreuz? Und heute Morgen, als ich darüber nachgedacht habe, dann kam mir Folgendes ins Herz. Der Trost, der für uns vom Kreuz kommt und den Maria, die Mutter Jesu, und auch Johannes als Erste erahnen konnten, ist der, dass Jesus gestorben ist für die Sünden von uns allen. Dass die Sünde jetzt durchbrochen wird, weggenommen wird von dem Lamm Gottes. Dass unser Hirte jetzt alle Sünden, auch die Folgen der Sünde, auch den Tod wegnimmt. Und dass wir sind in einer Präfation, in einem Hochgebet für Sterbende heißt, bei Beerdigungsmessen, damit wir im Tode nicht untergehen. Und seit Jesus am Kreuz gestorben ist, hat der Tod nicht das letzte Wort, gehen wir nicht mehr im Tode unter, sondern der gute Hirte, er holt uns heraus, so wie den Schächer. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Er war der Erste, der diesen Trost empfangen hatte. Er hat ihn konkret empfangen, nicht nur in Worten. Jesus hat ihn getragen und zum Vater getragen. So quasi könnte man sagen, als Erstlingsgabe. Siehe, Vater, ich bin nicht umsonst gestorben. Siehe, Vater, da ist einer, der trotz all seiner Sünden, möglichen und unmöglichen Sünden und Schuld und Last, er hat das Erbarmen angenommen. Er hat vertraut darauf, dass ihm geholfen werden kann, dass er nicht in der Verzweiflung stecken bleiben muss. Lieber Bruder, liebe Schwester, das ist ein sehr, sehr großer Trost. Das ist der Trost, der uns zum Kreuz kommt, sodass die Schmerzen, das Leiden Jesu nicht umsonst sind. Er hat nicht für sich selbst gelitten. Er hat für dich gelitten. Er hat für mich gelitten. Er hat meine Schuld, er hat dein Versagen, deine Schuld auf sich genommen. Und nur wenn wir das annehmen, diese Realität, dann wird das Kreuz uns zum Trost.
Und selbst wenn wir dann in Situationen sind, wo wir auch leiden müssen, wo wir uns nicht dagegen wehren können, dann können wir diese Leiden mit dem Leiden Jesu verbinden. So, wie ich das ganz zu Anfang gesagt habe, wenn zum Beispiel ein Mensch schwer krank ist oder wenn jemand in der Familie schlecht dran ist und man weiß nicht einmal, wo jemand dran ist, wo er auch geografisch dran ist und in seiner Seele dran ist, dann können wir diesen Schmerz mit den Schmerzen Jesu verbinden. Und das Kreuz wird uns so ein Trost, weil wir wissen, am Kreuz hat Jesus Frieden geschlossen zwischen Gott und den Menschen und unter den Menschen für alle, die ihn annehmen. Liebe Brüder und Schwestern, diesen Trost haben als Erste erfahren Johannes und die Frau, die hinter dem Kreuz standen, und Maria, die ohne Sünde war. Sie wurde Zeuge von Neugeburten, von Neugeburten von Menschen, die in Sünde waren. Sie wurde Mutter, Mutter von Sündern, von schwachen Menschen. Und sie hat das angenommen. Sie hat es angenommen und hat uns, sie hat mich, dich angenommen, wegen dem schmerzhaften Leiden ihres Sohnes Jesus Christus, wo sie gespürt hat, weil Jesus es so will, weil Gott es so will, kann ich Mutter werden, darf ich Mutter werden und will ich auch Mutter werden für alle, die verstrickt sind in Lasten, in Ängsten, in Sünde und auch in größter Schuld. Und es ist nicht umhin, dass wir beten, mit jedem gegrüßet seist du Maria. Manche sagen mir, Pfarrer, das ist nicht modern, klingt nicht so gut. Wir beten immer, bitte für uns Sünder, Sünder. Ich weiß, das klingt nicht so gut, aber wenn wir nicht ehrlich mit uns selbst sind, nicht ehrlich sind mit unserem Leben, wie sollten wir dann auch diesen tiefen, diesen tiefsten, diesen größten Trost erfahren, weil wir ja dann auch die Realität des Kreuzes irgendwie verneinen. Es ist ja dann so, als ob wir sagen, ja Jesus, warum bist du eigentlich gestorben? Hättest du auch anders machen können, so wie beim Seesturm, so wie beim Gelähmten, so wie bei Besessenen. Ein Wort hätte genügt. Der Trost, der uns zum Kreuz kommt, der ist unterschrieben mit menschlichem Blut und mit göttlichem Blut zugleich. Jesus, wahrer Gott, wahrer Mensch, wahrer Trost Gottes, wahres Geschenk des ewigen Vaters, wahres Geschenk auch von Maria, der Mutter Jesu und auch unserer Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, so vieles wäre noch dazu zu sagen und zu entdecken. Hab einfach den Mut, dass du dich dahinstellst, dass du dich zu Maria stellst unter Kreuz, zu Johannes, zu den anderen Frauen, vielleicht auch mit dem Schächer, und dass du dir diesen Platz nicht nehmen lässt unter dem Kreuz. Im Schatten des Kreuzes haben wir den sichersten Platz der Welt. Warum? Weil das Blut Jesu Christi uns schützt, weil es uns reinigt, weil es uns heilt, weil es uns mit ihm und durch ihn mit Gott, dem ewigen, barmherzigen Vater verbindet. Diese Gnade möge der Herr uns schenken auf die Fürsprache der Jungfrau Maria, der Trösterin der Betrübten, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.